warum? Kann der immer noch leben? Ich weiß es nicht. So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge HZ1 Battle Royale. Mit dabei die Mina, der Hero, der Natze und Dat Fresh. Hallo. Dat Fresh. Ich flieg Nord-Nordwesten, da ist so ein Haus, das Weiße Haus, und von da gehe ich dann nach Norden Richtung geheime Base. Geh ich mit. Ich bin gleich ganz alleine. Nord-Nordwesten, Mine. Ja, aber da ist sonst niemand. Wo soll denn da ein Haus sein? Das Weiße Haus. Da ist ein Haus im Hintergrund, ja. Bin mich weit hinten. Gucken kann. Oh Gott, das ist ein Fußmarsch. Ich bin sehr, sehr weit weg von euch. Ich bin direkt daneben. Ja, du, aber wir nicht. Weit weg. Ich lande hier, ich bin gerade hier am Ufer gelandet. Ich lande hier in der Pampa. Oh, voll, ja, warte, ich bin noch hinter gelandet. Euch. Ich bin voll in die Brombeerbüsche. Also ab Nord-Nordwest zu Fresh. Ach, oh, da seid ihr doch alle. Ja, dein Fresh bekommt eh gleich Besuch, weil da gerade zwei Stück gelandet sind irgendwo. Hab keinen gesehen. Ich bin hier runtergekommen auf der Wiese. Ach so. Klopf, klopf, wer ist da? Wer ist da neben mir? Wer läuft hier? Hero. Ding dong, motherfucker, ding dong. Wie weit weg seid ihr? Ich sehe euch gar nicht. Da ist das Haus rechts. Wir sind echt weit. Ah, ich komme euch abholen. Ja. Ich komme euch abholen. Ist irgendjemand hinter mir? Nö, ne? Ja, ich. Nö. Doch. Du bist hinter mir. G3, wir sind G3. Wir müssen. Fresh kommt schon hier. In dem Fall. Da müssen wir eh nach G3, wenn wir sind. Ja, wir können auch irgendwo anders hinfahren. G3 zur geheimen Base? Fresh. Ja, ich hole euch erstmal ab hier hinten. Pass auf, wenn ihr irgendwo ein Auto fährst. Ah, ich sehe ein Auto. Das ist der Fresh bestimmt. Ich sehe noch gar nichts. Da bin ich. Ach, schön. Ja, fahr los. Jetzt sehe ich ein Auto. Da oben. Fahr mich nicht um. Ja, steig ein. Oh, der Hero, der steht im Auto. Ganz bei mir nicht. Schon wieder? Bei mir nicht. Steht bei mir im Auto. Ja, bei mir auch. Bei mir steht keiner im Auto. Zur geheimen Base. Ja, ja, zur geheimen Base und dann Richtung Villa kurz. Ja, genau. Jetzt weiß ich endlich mal, was du meinst. Für einen Ausblick hat man ihn jetzt nicht gerade. Hier können auch noch zwei looten. Steigen mal zwei. Ja, hier können zwei aussteigen. Dann fahr ich mit zwei anderen zur Geheimbase. Kommt, steig zwei aus. Go, go, go. Ich steig aus. Am besten nicht vor dem Auto langlaufen. Rucksack! Zack, du Sack. Dann komme ich nämlich gleich dahin zurück, wenn wir fertig gelootet haben. Das reicht dir doch, Knife. Ja, eigentlich schon, hast du recht. Oh, ich häng fest. Noch ein Rucksack ist ja besser. Was hab ich denn für einen? Oh, eine Shotgun. Dann die gleichen, ne? Hier ist auch noch eine Shotgun bei. Ja, ich komm. Shotgun habe ich schon, sonst hätte ich die noch. Geil. Ein Rucksack lag da, glaube ich, auch noch im Dings. Ich weiß nicht, ob bei schon einer. Da bin ich gerade dabei, den hab ich gerade gekrallt. Ja, dann komm zurück zum Auto, weiter geht's. Wie lange brauchen wir, um die Munition aufzunehmen? Katze, wo bist denn du? Ich bin im Wohnwagen hier draußen. Ach. Ja, schalk halt ein, du Trottel. Hat sich fast gedreht, aber alles easy. Ja, also ich hab mir gedacht, die Ansicht sah so seltsam aus. Mina, kommst du? Ja. Ach, da kommen sie schon. Einsteigen. Alter, wieso ist denn das so leckig auf einmal? Keine Ahnung. Ja, Mina war direkt dran. Ihr braucht auch bei mir total lange, um die Munition aufzunehmen. Go, go, Power Rangers. Ah, super, Hero hat uns angesteckt, ey. Seine Internetleitung. Ja. Aber jetzt alle diese Bambusleitung. Das ist akute Bambutinus. Ich hab keine Probleme in der Zeit, also. Geil, wenn ich umschalte. Bestimmt wieder so ein polnischer Server hier. Ja, garantiert. Nee, der steht in Leverkusen direkt bei Hero im Haus. Der polnische. Nee, der Server, das reicht schon. Da werden bestimmt gleich welche sein, oder? Ja, ist ja egal, wir fahren ja einfach weiter. So, ich dachte, wir wollten, weil ich habe bis jetzt so eine Schuss. Ja, wir fahren Richtung Villa. Und wir fahren zum Bürgermeisterhaus. Und eine Magnum habe ich. Bürgermeisterhaus. Mit 36 Schuss. Du hast meine Magnum? Ja, eine Magnum mit 36 Schuss, so. Blitzack. Brauchst du noch ein bisschen Moon vielleicht für die Magnum? Wir können dir noch was besorgen. Ja, hier ab Vollgas im Wald rein. Warum? Ja, weil da vorne zum Bürgermeisterhaus kommen. Hä, hier geradeaus, genau Westen, ganz entspannt.
Ja, geradeaus. Vollgas hier im Wald. Brennt immer die Luft. Ach, ganz entspannt. Gucken wir mal, Safe Zone. Können wir sogar kurz noch beim Bürgermeisterhaus vorbeifahren. Müssen wir nur schnell looten. Ganzes hier. Nix. Jo, was hast du denn da? Hier hochfahren. Ganz entspannt. Ja, das ist bei Sims. Das wird übergeschossen. Und gestorben. Die schon Sounds eingebaut, einfach nur Stress. Ja, das wäre mies, so ein Sound, ey. Die ganze Zeit nur. Und im. Egal, wie du dich drehst. Ja, auch immer noch Schüsse. Echt? Ich nicht mehr. Jo, nicht. Ich hab Musik auch gemacht, Alter. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass Autos gleich hinüber. Warum? Ich mir die Fahrerei hier so angucke. Wir haben sowieso nur 26%. Ja, ich hab ja noch einmal Benzin dabei. Oh, Felsch, was denn? Was denn? Er weiß selber nicht, wie er fährt. Klar, alles ganz entspannt. Naja. Ja, was kann ich dafür, dass hier Berge sind? Du kannst was dafür, dass du sie extra komisch anfährst. Ich fahr ganz normal über die Berge drüber. Frag mal Bayer, der vorne sitzt. Aber alles ganz entspannt, oder? Das Auto gleich. Hä? 98%? Junge, was? Boah, mir wird gleich übel hier. Ja, ich glaube, ich muss auch gleich aussteigen, um gemütlich erstmal eine Runde zu kotzen. Du spielst dieses Spiel mit der Oculus. Was habt ihr alles für Probleme? Bügel. Ich hab übrigens schon wieder Schüsse gehört. Ja, ganz entspannt. Baum. Halt! Alter! Wir parken mal ganz entspannt im Baum. Berge und dann kommt ein Baum. Ich hab doch angekündigt, dass da ein Baum ist. Und warum fährst du dann gegen? Ja, weil ich mal Lust hatte, den zu umarmen. Bäume brauchen wo Liebe. Fährst du rum? Da hinten zur Villa. Der fährt hier voll. Ah, geht Stein. Alles auf unsere Looting-Zeit. Alles ja? Ganz entspannt. Du bist da unten, fahr hoch. Ja, wir müssen erstmal hier gucken, was hier für Autos sind. Guck mal, ein Quad. Nimm einer das Quad. Will nicht. Ich bin das Quad. Wie sie alle das Quad wollen. Ja. Hallo, ich will um. Nimm einer den Pickup noch, ich nehm den Jeep. Nimm einer den Pickup, Alex, Pickup. Mina, was machst du da unten? Steig mal zu Alex in den Pickup, go, go. Ach, jetzt doch. Warte mal, ich bin nicht mehr im Auto. Ja, dann fahr da rechts, geh da rechts die Treppe hoch. Oder steig auch zu Alex. Und geh mal hier aus dem Weg, Hiro. Was denn? Ja, sich. Klar. Aua, wer fährt da eigentlich? Ja. Ich geh von hinten, ich geh Alter, ich bin doch nicht jetzt nass ins Auto gestiegen, oder? Das meinst du, ich war tot. Nein! Ich hab mich gedreht. Was? Was? Du bist tot? Er ist tot? Keiner. Boah! Ich war platt gefahren. Ich geh in den Keller. Geh weg bei, ich geh in den Keller. Alles Kellerkind. Da liegen nur Pistols rum. Ich hab ne AR gefunden im Keller. Arschloch. Arschloche. Hier oben ist ein Shotgun. Ich hab zwei Shotguns. Oh, nur die Munition. Da liegt eine Handgranate. Ja, eine Methan-Granaten ist dein Gebiet. Brauch Granate auch. First Aid Kit hab ich geklaut. Brauch eine AR oder sowas. Überlebe ich nicht lange. Noch mal eine Rauchgranate. So. Ah, wie hier einfach schön. Ich hab jetzt einen Molotow. Ich hab jetzt. Oh, Munition für den Magnum. In den Nebenhäusern ist ja gar nichts. Nee, das hätte ich dir sagen können. Aber hier im Haus sind noch ein Molotow. Da liegt eine Shotgun noch. Boah, ich will sie. Dann komm her, ins Haus. Wer ist da draußen am Auto? Ich bin das. Ich hole gerade mal den Sprit überall raus. Damit wir gleich weiterfahren können. Weiß, ich bin unten. Ja, komm hoch, hier oben liegt die Shotgun. Hier, hier, hinter dir, hinter dir. Komm mal noch Muni mit. Ja, hier liegt sie. Hier, an der Treppe. Links. Sehr schön. Ich habe hier noch eine andere Knarre, aber ich muss mal ganz kurz mit dem Jeep fahren, ja. Willst du die Magnum haben? Hör mal. Habe ich schon alles rausgenommen. Hier oben liegt nochmal eine Shotgun. Ah, schade. Ich drop jetzt mal ich dachte, die Magnum. Ich vielleicht hier mitfahren. Ja. Nee, das geht nicht. Alles schon rausgenommen. Liegt jetzt auch hier unten. Wer sie kann haben auch will. Überhaupt nicht mehr fahren lassen. Ich habe selber eine Magnum. Ja, hat keine Sparkplugs mehr. Kann nicht mehr fahren. So. Was ist denn R380? Ist die besser? Du bist viel zu langsam mit dem Auto. Hab ich gerade weggeworfen. Mit dem Quad hier. Da müssen wir immer auf dich warten. Ich hab ne Shotgun. Mina, kommst du auch in den Jeep? Ja, bin noch nicht fertig mit Looten. Aber in 10 Sekunden solltest du hier rein. Hallo, was machst du ja, da? Ja, ich komme.
Schmeiß gleich eine Granate ins Haus, so. Ich werf gleich hier eine auf den Rückwand. Bin da. So. Ich hab zwei Shotguns und eine AR und eine Magnum. Nice. Ich hab eine Magnum mit 48 Schuss. Mitnehmen. So. Ich hab eine AR und eine Shotgun. Und einen Helm. Ja, ich hab zumindest einen Motorradhelm. Wart ihr unten in der linken Halle drin? Ja, da war ich drin. Gut. Dann hätten wir da alles. Irgendwann müssen wir mal uns alle Quads besorgen und dann richtig rumpesen. Und uns dann immer überschlagen, wie du gerade. Ich hab mich nicht überschlagen. Nee? Du hast mich einfach geschoben. Dann sind wir wirklich die Reiter der Apokalypse, dann hat jeder ein eigenes Pferd. Ja. Ja. Ein Motorpferd. Ah ja. Immer noch besser wie Blumentopferde. Blumentopferde. Oh, Berge. Oh nein. Freshman, fährst du eigentlich nicht Richtung, achso, schaut's aus. Krankenhaus ist nicht safe. Doch, ist noch safe. Nee, Krankenhaus selber wird nicht safe sein gleich. Das Krankenhaus ist genau raus. Ich hätte jetzt mal geguckt, dass wir so eher in die Dreierregion gehen, D, E, 3. 3 sind wir ja schon, C3 sind wir. Ach, jetzt sind wir C3. Ja, oder wir werden zurück. Ja, hat das Truckstop. Na, wir können auf jeden Fall noch über die Berge wieder fahren. Ja, ja, das sowieso. Damit Mina wieder ein bisschen Spaß hat hinten. Yes. Könnt ihr auch. Ich kotz dir einfach in den Nacken, dann hast du ein bisschen Spaß. Hey. Ja, aber gib ihm dazu passend einen Strohhalm und einen Zahnstocher. Also wir alle irgendwie. Ach nee, ganz vorne ist ein Motorrad. Der tanzt wieder irgendwo aus der Reihe. Ja, ich hab Motorradhelm, weil weiß nicht, wo er lang fahren. Doch, nee. Ganz entspannt. Was habt ihr für Probleme? Dann wieder runter. Hättest doch einfach dran vorbeifahren können. Nee, das wäre langweilig. Ja. Ich würde sagen, wir warten hier mal, oder? C3 ist doch. Ja, schön. Wir können auch ein bisschen rüberfahren, schau mal. War hier nicht irgendwo noch ein Haus im Wald? Ja, nicht auf C3. Du verwechselst da was, nee. Aber die Grafik von dem Game ist echt geil, aber die Bäume sehen immer noch aus wie Scheiße. Ja, aber die kommen noch, also die werden auch neu gemacht. Licht ist aber hübscher geworden. Es ist generell schön geworden, eigentlich mittlerweile. Hops, Baum. Oh, ey. Bleib wieder stehen, das ist nicht angekündigt. Dirk, hier ist perfekt. Hier kannst du stehen bleiben. Ja, ganz auf die Spitze, oder? Einfach mal genau hier, ganz drauf, da die Übersicht. Damit die Leute das schön sehen, genau. Ja. Ja, genau, das ist super. Ja, aber hier ist super. Wir können jeden abknallen, der kommt. Alex ist der Einzige, der sitzen bleibt. Ich hab meine Gründe. Ihr wisst, ne, sobald jemand schießt, fahr ich, ne? Also nur mal so als Tipp. Du bleibst auch sitzen, Alter. Ja, ich bleib hier ganz entspannt sitzen. Dann bleib ich einfach auf dem Auto stehen, dann fahr ich nämlich mit. Nee, dann bist du tot, wenn ich den Motor anmache. Runtergefallen, Idiot. Hoffentlich hast du Damage gekriegt. Schade. Hör doch mal auf hier rumzustöhnen. Wo sind wir denn? Wir sind ja C3. Ja, ist ganz entspannt gerade. Ah, wie ich einfach nur meinen Helm sehe. Guck mal, ich kann Latze in den Kopf schauen. Happy Birthday. Guck mal, ich kann dir in den Kopf schießen mit der Magnum. Happy Birthday. Da ist nichts drin in Latzes Kopf. Wundert mich jetzt nicht so wirklich. Mein Hero ist auch nicht. Hero ist der Kopf. Hero, hast du nicht mal das Schwert denn? Wie hältst du das Ding denn? Es sind gerade nur noch 40 Leute. 39. 38. Warte, wie geht das nochmal? Das sind jetzt die ganzen Teams, die sich gegenseitig auslöschen. Einmal den Motor nur aufholen lassen, direkt werden alle nervös. So, ich bin mit Beifahrer. Wie gern würde ich jetzt abdrücken. I am fett ist tot. Aber Bayer, du lebst doch noch. Warum? Ich bin ja auch nicht fett. Die erste Regel nicht. Du hast eine schwere Knochen, ne? Nö. Irgendwann. Was irgendwann? Eines Tages, Fresh. Ja. Eines Tages. Der Tag braucht aber nur. Bleiben wir jetzt hier oder fahren wir noch wohin? Ja, gleich fahren wir weiter, sobald die neue Safe Zone da ist. Gerade warten die paar Sekunden, bis die Safe Zone zu ist. Die geheime Base ist dann sogar noch safe. Schon mal rein. Alex wieder in der Mitte. Alex sitzt in der Mitte. Knallt uns weg. Und? Gleich neue Safe Zone.
10, 9, so lang? 8, 7, 5, jetzt. 5, jetzt. Ja, wir fahren aber ein Stück, würde ich sagen. Wir müssen aber mal wieder bergab. Hat Mina und Alex haben da so Spaß dran. Ach so. Man kotzt sich aber Hiro in den Nacken. Nein. Ich schieß aus Versehen. Dann mit dem klar machen, ne? Was, der Vega killt nicht? Hey. Nicht, der war eben gerade schon in der vorigen Runde dabei. Ja? Der Vega killt nicht. Ja. Ja, die haben dann auch eine Raucherpause schnell gemacht und dann die nächste Runde. Oh, Straße. Links sind Dinger. Ich wurde geschossen. Wo hast du Geschosse? Echt? Ah, da ganz hinten. Ja, da ganz hinten. Ja, jetzt. Aus Süden kommen die Schüsse. Oh, wie viele gerade gestorben sind. Der hat aber 2 gekillt, ohne eine Waffe zu benutzen. Und der danach auch irgendwie. Ohne eine Waffe? Ja, da stand nichts. Da stand nur killed. War wahrscheinlich scheiß Hacker. Hoffentlich nicht, ja. War rechts? Hat er totgeboxt. Willst du da hin, oder rechts was? Sind die Container? Nee, ich weiß nicht, ob da was ist. Da steht normal immer ein Auto. Manchmal, ja. Ey, wenn aber gleich einer auf uns schießt. Verstehst du? Ein kaputter. Da liegt ein Shotgun auf jeden Fall. Ja, meins. Was? Hast du auch schon? Da liegt noch eine AR, aber ohne Moon. Da liegt noch eine Schrotflinte ohne Moon. Die Schrotflinte liegt da mit Moon. Ich sehe die Moon von hier. Die Schrotflinte liegt hier. Direkt vor euch. Ich nehme die Moon. Ja, die wollt doch Mine haben. Zu spät. Egal. Kann ich nehmen. Ich hab 12 Schuss, also im Prinzip muss ich die erstmal verballern und so lange leben. Ja. Würden Sie dann bitte alle wieder in dieses Auto steigen? Vielen Dank. Was ist hier mit der 380er? Braucht keiner. Weil eine wurde mitgenommen, deswegen ich dachte. Das ist im Endeffekt nicht diese 380er Moon schießen, das ist wie wenn du Kieselsteine wirfst. Ach so, ja, wer hat sie dann eben mitgenommen? Hiro hat den. Ja, ich wollte irgendwem anders noch lassen. Ja, was ist denn? Hiro macht es unter dem Motto, bevor mich eine Kugel trifft, nehme ich die mit. Das ist ganz ich hab die Knarre. Das ist wie der FC Bayern München. Bevor du Tore gegen mich schießt, kaufe ich dich und setze dich auf die Bank. 24 Leute noch. Oh, da war ein Drop. Airdrop. Will mal jemand gucken, ob da noch was drin ist? Oder dauert das lange? Ja. Ja, jawohl. Ja, dann nehme ich dir die Schrotflintenschüsse. Man kann nicht gar nicht, weil Hiro da drin ist. Nimmst du mal die Griffel raus? Ja, ist weit genug weg. Ihr solltet aber langsam wieder dann zum Auto kommen. Ja. Das war auch ja Zufall, dass ich dann angefahren bin. Ja. Liegt da einfach mal der Airdrop. Ja, ne? Nett von denen auf jeden Fall. Ja. Wo fährst du? Südwesten? Südsüdwest? Wieder Richtung Pleasant Valley oder was? Nee, wir fahren ja eher, wir sind schon über die Straße drüber. Wir sind E4 gerade. E4, da bist du mittendrin, gell? Ja. Das sollten wir hier einfach mal irgendwo parken, oder? Besten ja, aber nicht in der Senke. Nee, in der Senke ist dumm. Hoch auf den Berg. Oben ist Berg? Gut. Da traut sich nämlich keiner ran. Es sei denn, die haben einen Sniper. Oder die sind schon auf dem Berg. Jo! Ja. Ah. Der hat seinen Kopf nicht gelassen. Wie kann der immer noch leben? Ich weiß es nicht. Ja, ohne Scheiß. Fahren wir nochmal zurück? Weiß ich nicht, das Auto qualmt schon auf jeden Fall. Ja. 75%. Ja, aber jetzt wissen sie halt, dass wir kommen. Ja. Die waren nur zu zweit, Alter. Ich bin ausgestiegen. Tschüss, Bayer. Fährt er auch? Ich bin auch ausgestiegen. Wollt ihr hier bleiben? Ja. Warten wir mal, wir sind gerade E5. Ja, da kommen gleich welche aus Pleasant Valley. Wir sollten vielleicht nördlicher fahren. Ja, wir sollten auf jeden Fall nochmal da hochfahren dann. Kommt zum Auto alle. Latze fehlt noch. Kommt. Ja, kommt aber schon. Was ich nicht verstehe, okay, wie der leben konnte noch. Weiß ich, ich hab den 20 mal überfahren. Ja, scheiß Hacker. Ich hab auch draufgeballert. Ja, nicht nur du. Ach, da war der Berg. Da steht er wieder. Genau. Da steht er immer noch. Ja, aber ich glaub nicht, dass die da noch oben sind. Ja, doch, da ist einer. Ich hab einen schon gesehen. Rechts vom Auto. Ich kann nicht schießen in der Mitte. Ich kann nur zugucken. Soll ich aussteigen? Oh. Ich glaube, ich hab ihn angezeigt. Fahr noch mal zurück. Ja, sofort. Ich würd. Der ist ausgestiegen. Vor uns, ne? Ja. Voll, er ist voll. Ja.
Wer ist ausgestiegen? Also einmal habe ich ihn auf jeden Fall. Hero hat einen. Wir haben nur noch 36%, Leute. Ja, einmal können wir noch. Einmal, ja. Dann ist... Oh, der... Wir sollten aussteigen! Oh, oh. Raus, raus, raus! Ah, oh, fuck. Mina ist gestorben. Was ist los? Ja, ich bin gestorben. So viel zu raus, raus, raus. Ja, ich dachte, wir müssen. Der Typ hat noch 18 Health. Der ist da oben auf jeden Fall noch. Ey. Der ist jetzt runtergefahren mit dem Auto. Ja, würde ich sagen, musst dir mal wieder bei den anderen gucken, wie es weitergeht. Ich blute gerade, sehe ich. Hier hat jemand Schuhe liegen lassen. Das, ich musste 10-mal E drücken, bis er rausgestiegen ist. Und dann das war Auto ich geht aber noch. Position, ey. Mina habe ich schon gelootet. Aber einen hast du ja geholt. Ja, ich habe den anderen auch schon gelootet. Einmal jemand ich müsste ihn auch looten. Ich habe richtig Muni gehabt. Und das habe ich gerade leider selber benutzt. Ich hatte auch nur 50. Guck mal, ob bei mir noch Bandagen sind. Ich habe keine benutzt. Wo lagst du hier? Wo liegt denn dein Sack ungefähr? Hier unten liegt Mina. Liegt ja so ein bisschen beim Auto. Das zweite Mal jetzt gerade, wo du gerade gewendet hast und wir hochgefahren sind, da unten am Berg. Hier liegt noch einer. Ja, der hat 4 First Aid Kits. Hat der Mina keine Bandagen? Ja, drop mir mal die Hälfte, Alex. Ja, ich möchte auch gerne einen. Ich muss jetzt eben erstmal hier droppen, ich muss da an die AR-15 ran. Der hat gar keine. Wenn jetzt die ganze AR-15 gegangen ist. Der hat ganz unten. Ich hab auch richtig viel Muni davon noch. Drop mir mal die Hälfte der First Aid Kits, Gauga auch. Ja, sind ja nur 2 Leichen. Ja, ja. Ne, unten am Berg ist meine Leiche. Ja, wir sind da gerade so dran. Wir vergewaltigen nicht gerade. Warte, ich muss erstmal eben aus dem Lootbeutel raus hier. Geil, ein Kill wieder. Sollten jetzt ah, da, gegen den, ja. Einen hätte ich gern. Jetzt hab ich die schon. Ich hab keinen. Ja, warte. Kommt sofort. Erstmal gucken. Sind wir safe hier? E4. E4 passt. Ich leg dir eins. Moment. Ja. Wo ist der Blutbeutel von den anderen Typen, dem hier den oben? Den oben auf dem Ding. Liegt da. Ne, das ist ja, glaube ich, Mina. Ne, das hier. Nee, ist aber oben. Das ist schon weggelootet quasi. Da liegt nur noch eine Shotgun ohne Moon. Da ist nix mehr. Wo wollen wir hin? Hier oben bleiben? Ja, erstmal gucken. Da unten steht unser Auto, was komischerweise noch lebt. Da unten fährt ein Polizeiauto. Auf der anderen Seite. Da ganz hinten, ja. 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 Er hat uns gesehen, der kommt her. Na, noch steht's nicht fest, dass er kommt. Der fährt weg, der dreht ab. Der hat Respekt. Der hat gesehen, hier sind viele gestorben. Der hat Respekt. Jetzt bleibt er stehen da unten. Ja, nicht alle Türen gucken auch. Flugzeug ist... Wir sind auf jeden Fall in der Flugschneise. Das könnte gefährlich werden hier oben und der Airdrop kommt auch relativ nah. Ach Gott, scheiße, der kommt genau auf uns runter. Ja, nicht genau, aber fast. Doch, falsch, nach oben. Ja, der kommt nicht genau. Die sind ausgestiegen aus dem Polizeiauto. Hier werden gleich auf jeden Fall Leute hinkommen. Lass mal da unten in den Wald, oder? Zu den Bäumen da unten. Da haben wir gute Erfahrung, da haben wir letztes Mal gebrannt. Ja. Gebrannt. Ja, wir haben einfach alle gebrannt die ganze Zeit. Hier liegt noch ein Looter. Das ist Minas. Ja, warum hast du die eine Scrap of Cloth nicht rausgenommen? Und die hatte noch den besseren Rucksack. Danke, Mina, für den Rucksack. Bitte. Immer wieder gern. Leddert mich wohl. Ich bin zu faul zum Laufen. Ja, nimm ruhig das qualmende Auto mit. Naja, ich lasse es jetzt hier stehen, aber ich musste noch Sparkplugs eh rausnehmen. Badum. Wer ist tot? Hiro wird der neue MG. Mina und Hiro sind tot. Warum das denn bitte? MG ist immer der, der als erstes tot ist. Ja. War aber vor Hiro tot. Ja, aber beim letzten Mal war Hiro zuerst tot. Aber weißt du, was das Gute ist? Stimmt, Hiro war auch als erstes tot. Wir können eine Waffe draus machen, wenn einer sich. Ja, das hat auch nur 27%. Das ist gut, 2 Schüsse, dann ist kaputt, oder? Ja, 3 vielleicht. Außer einer hat eine AK von euch. Oh, der kommt auf der Seite hier runter. Wer? Der Airdrop. Ja. Ja, wir sehen es ja, ob jemand hingeht, wahrscheinlich dann. Wo ist denn der Erdbeer? Sehen wir gar nicht. Nordwestlich. Mach mal die Glutschen von mir auf, zumindest. Mensch. Ach, da vorne. Ja, man wird alt, ne? Man wird alt. Ja. Ach, du Scheiße, der kommt genau doch hinterm Berg. Ist. Genau hinterm Berg, so ein ganz kleines Stück. Wir sehen es also nicht. Wir sehen es nur leuchten. Du kannst jetzt alle wegholen an der Stelle. Alle. Viele zumindest. Ja. Ich renn mal eben zum Kippenautomaten. Ja, mach das. Zum Airdrop.
Ich hoffe, ihr gewinnt und hier steht gleich, dass ich müsste. Von wo kommen die Schüsse? Ganz hinten irgendwo, da am Airdrop. Am Airdrop irgendwo. Ja, da hinten fährt auch ein Polizeiauto, das ist voll am Brennen jetzt. Ja, ja. Das hat eben gerade noch nicht gebrannt. 13. Die sitzen, glaube ich, da hinten im Wald. Wir können ganz entspannt hier abwarten, was die Bomben da machen unten und so. Da fährt das Polizeiauto. Jawohl, der Weger ist. Die Bomben haben keinen einzigen geholt, okay? Das wundert mich doch ein bisschen, aber okay. Also die schenken sich da gar nichts, ey. Nein, nee. Probieren es auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Es sind hier west-nordwestlich, muss eine Gruppe sein. Nordwestlich. Nordwestlich, ja, also von mir. Nordwestlich und die anderen Schüsse kamen gerade aus West-Nordwest. Also bei mir ist das alles nordwestlich. Vielleicht noch ein bisschen weiter rechts sogar, nord-nordwestlich von mir. Die AK, die ist voll laut und haltvoll. Ja, 11 noch. Wo die Schüsse herkommen. 10. Ist tot, 10. Also eine AK ist schon wieder down, weil Satwix hatte eine AK. Ja, jetzt hat die bestimmt einen anderen. Ja, kann sein, dass, aber ich glaube nicht, dass jetzt noch jemand wirklich aufhebt extrem. Oh, da sind die Bomben. Naja, da hinten. Aber die haben keinen geholt. Also West-Nordwest sind, die Bomben werden ja nur dahin geschmissen, wo welche sind. Nee, wo der Airdrop ist. Immer in der Linie, ja, vom Airdrop. Aber die werden nur abgeschmissen, wenn da eben in der Spur irgendeiner ist. Nee, immer. Egal, ob da einer ist oder nicht. Hm. Jetzt gleich kommt eine neue Safe Zone. Da müssen wir wahrscheinlich hier weg. Wir sind so, ja, schwer zu beschreiben, wo wir genau sind. E5, wir müssten... Ja, kommt drauf an, wo es jetzt kommt, ne? Pass mal wir sind weit Jeep. Oben in E5. Ja, ja. Pass mal einer auf den Jeep auf, der raucht wie Sau, ey. Ja, das ist ja gut, dass der raucht. Okay, wir müssen darüber. Nach links. Ja. West-Nordwest, oder? Ja. Ja, schön. Wir warten noch den Bomber ab und dann gehen wir. Ich meine nicht, dass wir aus Versehen weggebombt werden, das wollten wir ja keiner. Und in welche Richtung gehen wir? West-Nordwest? Okay. Ja, nach hinten, oder? Und hinten, hinten rum. Ja, dann sollten wir sogar westlich erstmal nur gehen. Ja, nee, erst nach Süden. Ja, oder sogar noch südwestlich, komm, südwestlich, komm. Ja, es ist südöstlich erstmal da, ja, da hinten rum. Könnten wir vorstellen, dass hier vorne an den Bäumen jemand ist. Ah, könnte schon sein. Aber das wäre safe da drüben bei den Bäumen da hinten. Nee, noch nicht. Hier ist noch nicht safe. Ja, die hinteren Bäume müssten safe sein. Keine Ahnung, welche du jetzt meinst, aber die hier auf die keinen Fall. Die rechts von dir. Ja, da ganz hinten vielleicht. Aber. Nee, die hier, wo du jetzt bist. Nein, die sind noch nicht safe, auf keinen Fall. Da schießt einer. Die Schüsse sind nördlich, von mir zumindest. Ja. Sind nicht gerade weit weg. Ja. Ah, da schießt einer mit der Sniper. Also am besten nicht stehen bleiben. Falls er doch auf euch geschossen hat, manchmal hört man das auch gar nicht. Wenn das nee, die haben nicht auf uns geschossen. Dafür haben die zu heftig geschossen. Sind noch 8 am Leben. Also noch ein 5er-Team. Was ist, die auf sich gegenseitig schießen? Oder die haben irgendwie was gesehen und dachten, da wäre einer, aber dann war da gar keiner. Die haben bestimmt auf das Auto von uns geschossen. Ich glaube nicht, dass das noch ein 5er-Team ist. Was? Wart halt. Ja, ich kann hier nicht stehen bleiben, wenn da eine Sniper ist. Oh Mensch, wenn die Sniper hinten auf dem Berg ist, wird sie dich jetzt wahrscheinlich nicht mehr treffen. Keine Ahnung. Wo ist ein Fresh überhaupt da unten? Ach, der ist schon. Hier vorne, ganz entspannt. Wo läufst du eigentlich hin? Ja, Kamerad, einmal drumrum und dann von unten ja, wieder rein in die Safe Zone. Bleib da ruhig in den Brombeeren stehen, weißt du? Die Büsche buggen eh weg. Von daher spielt es gar keine Rolle. Ja, Perrain. Safe Zone? Ja, wir müssen hoch auf jeden Fall. Dann lauf halt. Dann lass uns halt hier hoch. Wir, zu den wir können gegenüber von der Straße. Wir können die andere Straßenseite nutzen. Und dann nach Norden. Meinst du? Laut Dings ja. Ach, so ein kleines Magazin, das würde schon so viel helfen. Flugzeug?
Das ist Airdrop. Ja. Da vorne, nord-nordöstlich. Wir müssen ja, jetzt auch schon... Uns ist schon das Gas. Ja, ja, deswegen müssen wir schon nördlich auf jeden Fall. Oh, wir laufen genau zum Airdrop. Nein? Wo läufst du? Freilich rechts da. Der Airdrop genau ist so voll weit rechts. Oh, da laufen wir überhaupt nicht hin. Da steht ein brennendes Auto. Ja, das brennt aber komplett. Also die Reifen brennen schon. Das ist echt fast down. Ja, ja, aber das heißt, hier ist irgendjemand. Nee. Ja, nicht, dass sie hier links hier irgendwo in den Büschen hocken. So wie mit unserer Mutmaßung oben auf dem Berg ist ja keiner. Na, da wird aber jetzt wirklich keiner sein am Auto irgendwie. Hier links in den Büschen kann natürlich sein. Also. Rechts in dem Wagen kann einer sein. Rechts im Wohnwagen, der Straße unten. Ja. Ich warte mal hier ab, wie weit das Gas wirklich kommt, weil hier so ein Stein ist, der ja, von unten zumindest halbwegs sicher sein wird, wenn man nicht unbedingt auf dem Stein steht. Halt die Klappe! Okay, wir müssen eh wieder los. Wieso? Wo müssen wir hin? Das ja. Super, hätte man mal gesagt, da wo ich stinke. Ja, warte mal. Was ist denn das für Straße? Das ist die ganz normale Hochstraße. Au. Wir müssen also quasi an der Straße entlang. Oberhalb am besten. Hoch und dann oberhalb von der Straße am besten, ja. Ist jetzt auf? Ja, einmal diese Spielkinder. Vier sind es übrigens nur noch, ne? Gegner. Da ist ein Auto. Da vorne steht ein Auto. Ja. Ein Jeep. Ja. Der brennt nicht. Nee. Nein. Also Waffen ziehen und. Ich hab die ganze Zeit schon eine Waffe gezogen, du Spinner. Ja, aber Waffe auch im Anschlag haben. Und denk daran, vorsichtig, die können auch hier im Wald hocken und haben. Also direkt am Auto ist keiner. Ja. Ich gehe einfach rechts dran vorbei. Wir sind hier safe noch, oder? Nein. Nee, auf der Seite. Auf keinen Fall. Wir müssen quasi. Die Straße. Ja, ja. Auf keinen Fall. Und dann ein ganzes Steine Stück da entlang. Nein, die Steine sind auch noch nicht safe. Guck doch mal auf die Map, Bayer. Boah, ey, kann man euch auch nicht. Beide auch irgendwie mehr muten oder so? Ja, kannst du. Alter. Aber dann kriegst du die wichtigen Informationen nicht mehr mit. Also, wenn du mich gemutet hast, zumindest. Nee, da verstehe ich wenigstens wieder was. Naja. Ja. Da hinten Polizeiauto, links. Kann durchaus sein, ist eine heiße Ecke hier. Ja, warum läufst du denn da hin? Ja, weil wir irgendwie in die Safe Zone müssen vielleicht, schlau mal. Oh, da flogen gerade zwei Flugzeuge nebeneinander. Ja, ja, passiert. Oh, da hinten kommt Gas. Ah, oh, schon ein Stück. Ja, und jetzt sind wir wieder im Reich. Da oben auf dem Berg steht ein Auto. Auf unserem Lieblingsberg, oder was? Ja. Okay. Das ist mein Stein, weg da. Nö. Kannst da eh nicht mit um. Wahrscheinlich kommen jetzt von hinten die Leute. Kann sein, ne? Ja. Wir schießen uns von hinten. Hast du den Auftrag erkannt, Bayer? Ja. Vielleicht müssen wir noch ein Stück nach Osten, aber weiß ich noch nicht. Latze, ich würde sagen kurz danach, oder? Ja, ja. Kurz vorher. Traut euch. Die Bäume da drüben sind's, da müssen wir hin. Im Osten. Werden wir gleich sehen, wenn die neue Safe Zone kommt. Alter, warum ist das eigentlich so spackig neblig hier, ey? Brutal, gell? Schaut aus, wenn die Texturen im Arsch wären. Ach. Das Auto steht da oben immer noch zur Info. Ja, die machen das ganz entspannt wahrscheinlich, ne? Ja, das mit Auto einfach nicht. Ach, jetzt sehe ich's da. Der Bayer braucht das immer ein bisschen länger, damit er es erkennt. Nee, ich sehe es von hier aus nur ganz schwach. Ja, die Renderdistanz ist nicht gut. Nein. Okay, wir müssen wieder über die Straße und ein Stück nach Westen, ne? Fast ganz ans Gas ran. Ja, unterhalb vom Berg, oder? Rechts unterhalb vom Berg. Ja, von je nachdem von welcher Seite du rechts siehst. Aber wir müssen auf jeden Fall über die Straße und möglichst weit östlich über die Straße. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal safe. Also ich behaupte jetzt einfach mal, das sind ein Dreier- und ein Vierer-Team. Ja, ein Dreier, hast du recht. Hallo. Ja. Dreier- und das Vierer-Team sind auf dem Berg. Lebt der noch? Ja, ja, wir sind immer noch zu dritt. Mann. Alex heult nur die ganze Zeit rum. Kaputt. Ich hätte schon die ganze Zeit von Bayer und Fresh angeschrien. Ich hab nicht geschrien. Hinter dir! Da war echt einer. Zwei sind da sogar bei mir. Fuck. So,
jetzt sind wir hier am Gas. Jetzt über die Straße, dann sind wir auf jeden Fall schon mal safe. Weißt du? Können wir uns oder im Gas. Da nee, da, die sind im Gas. Oh. Jo. Da wird schon wieder geschossen, aber auf der anderen Seite vom Berg. Ich würde sagen, vom Berg oben runter. Ja. Das Problem ist, der Berg ist noch safe, so wie ich das sehe. Ja, wo willst du denn jetzt hin? Ja, keine Ahnung. Hier sind wir auf jeden Fall unten im Tal und das ist nicht gut, meint ihr doch immer. Ja, wir können ja von hinten jetzt den Berg hoch erklimmen. Ja. Weil die... Nein, da scheiße, oben läuft einer. Hat er euch gesehen? Ja, ja, hatte. Ja, ich bin tot. Nein! Von mir kommt gerade voll traurige Musik. Hä, wie denn so du treffen können? Keine Ahnung. Was eine geile Vision wäre. Bist du auch tot bei? R15 geschossen. Man zugucken könnte, ne? Ja, genau. Wenn man schon ein Team spielt, warum kann man da nicht in die Sicht des anderen? Das ist ja toll. Ja, oh, Bayer ist auch tot. Ja, wenn es euch gefallen hat, schaut bei den anderen vorbei. Bis dahin, haut rein, ciao. Ciao. Bye.